müssen wir achten. Bekommen wir jetzt die Live Super Magical Chess in der Aufnahme? Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute, wie ihr schon im Titel gesehen habt, werden wir eine Super Magical Chess spielen. Ihr könnt jetzt live dabei sein, ich werde es diesmal nicht cutten, weil es freuen sich natürlich einige immer, wenn ich die Super Magical Chess live erspiele, das heißt nicht irgendwie irgendwelche Games zusammen cuttet. Und deswegen würde ich sagen, wir fangen jetzt auch schon mal direkt an. Glaubt ihr Leute, wir bekommen die Super Magical Chess jetzt schon nach einem Kampf oder später? Schreibt es auf jeden Fall nochmal in die Kommentare und jetzt werden wir versuchen, die Super Magical Chess live zu erspielen. Und ja, ich habe das über Stats Royale gesehen. Wenn ich dazu ein Tutorial machen soll, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Und jetzt läuft alles hier auf Aufnahme. Let's go. Wir erspielen jetzt hier live die Super Magical Chess. Und es haben sich auch einige ein paar Live-Games gewünscht. Deswegen mache ich jetzt hier auch mal diese Fights hier für euch. Und Bomber ist stark, Bomber ist sehr stark, da kommt noch ein Holz, Elektromag kommt auch noch rein, Elektromag ist down, Banditin geht einfach mal durchs Holz durch und der nächste Tunnelgräber ist jetzt erstmal drin, Doppel Baby Dragon, Banditin connected sogar noch zum Tower und bekommt sogar noch einen Hit raus, Bomber wird wahrscheinlich keinen Hit mehr bekommen. Ich bin so gehypt auf diese nice Kiste. Und das Gute ist, wir bekommen einfach mal in 100 Siegen schon direkt die nächste Super Magical Chest. Und das werde ich natürlich dann auch wieder live erspielen. Okay, kann er machen. Und ein Golem in ein Packer rein. Ist natürlich jetzt gerade, glaube ich, nicht so schlau. Aber jetzt kommt hier noch... Oh mein Gott, es ist alles im Rage, Leute. Oh mein Gott, damit haben die Gegner, glaube ich, nicht gerechnet. Packer und Fledermäuse im Rage. Eismagier kommt auch nochmal dazu. Sehr stark gemacht, auf jeden Fall. Sie haben zwar noch hier einen Mini-Packer. Einen Mini-Packer haben sie natürlich noch. Aber der Tunnelgräber, der macht da natürlich auch noch einiges. Und die Banditin überlebt, Leute. Banditin überlebt, geht es leider down. Aber sie müssen es noch alles verteidigen können. Kobolde kommen auch nochmal dazu. Sepp wird freige... Oh, der Sepp kam ein bisschen zu früh. Ich würde mich aber, wie gesagt, selber einen Daumen nach oben freuen, Leute. Also lasst auf jeden Fall schon mal jetzt einen Daumen nach oben da, wenn ihr euch auf die Super Magical Chest auch so freut. Ich glaube, das geht sogar in die Uptime. Bin mir nicht ganz sicher. Jetzt wird nochmal alles geraged, Leute. Alles ist im Rage. Hier auf jeden Fall einfach mal Kobolde reingehauen. Einfach mal Kobolde reinhauen, Leute. Kampfholz ist auch noch dazu gekommen. Und jetzt kommt alles, Leute. Feuerball wird nochmal draufgehauen. Feuerball ist unterwegs. Banditin geht einfach mal durch. Oh mein Gott, habt ihr die Banditin gesehen? Jetzt kommt noch der Tunnelgräber. Bekommen wir jetzt hier noch die Super Magical Chest. Prediction Sepp, Leute. Sepp ist am Start und den Tower haben wir. Den Tower haben wir. Können wir jetzt hier noch einiges verteidigen, Leute? Jetzt fehlt nur noch ein Lightning und es ist durch. Jetzt müssen wir achten. Bekommen wir jetzt die Live Super Magical Chest in der Aufnahme. Und da ist sie, Leute. Wir können den Anblick genießen. Wir bekommen unsere erste Super Magical Chest hier live im Video. Es ist einfach nur krass, dass man jetzt so seit 500 Siegen oder so dann wieder seit langem eine Super Magical Chest bekommt. Einfach nur nice, Leute. Einfach nur krank. Eine Live Super Magical Chest free gedroppt. Davon auch erstmal einen fetten Screenshot machen, Leute. Das ist einfach nur krass. Also das werde ich auf jeden Fall auch auf Instagram hochladen. Das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Vergesst auch das Abonnieren nicht und Abo freue ich mich immer gerne und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.